Ein herzliches Hallo. Ich fahre gerade nach Köln zu Marius und dann fahren wir morgen weiter nach Berlin, weil ich am Dienstag in den Hansa Studios in Berlin nehme ich einen Song auf für die Firma Behrensen. Da hatte ich bei so einem Contest mitgemacht und jetzt fahre ich nur und nehme den Song noch einmal quasi richtig auf. Nicht nur in meinem Home-Studio zu Hause. Und das wird ein cooler Trip, denke ich. Und da es sehr coole Studios sind und so, nehme ich euch einfach mal wieder mit. In einem kleinen oder großen Vlog-Video. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich auf jeden Fall. Jo, hallo Leute, wir sind in Berlin angekommen. Marius habe ich mit Erfolg gesammelt. Wir haben ziemlich lang gebraucht für hierher und sind dementsprechend ziemlich durch. Wir waren hier jetzt gerade noch eine Runde unterwegs. Wir haben gerade noch die letzten Sachen aus dem Auto geholt und ich glaube, wir haben von Köln 9 Stunden gebraucht. Ja, obwohl wir nur eine Pause gemacht haben für zu essen. Also es war sehr viel Stau und ich kann nicht mehr reden, nicht mehr sprechen. Was war noch? Nicht viel. Wir haben den ganzen Tag im Auto gesessen, das war eigentlich unser Tag. Und jetzt sind wir hier bei meinem Cousin, der in Berlin wohnt und alles ist gut. Und ja, ich weiß schon, wir wissen noch gar nicht, was wir die Tage machen. Aber wenn irgendwas Cooles ist, dann schalte ich euch dazu. Spätestens am Dienstag dann... Wenn es ans Recorden geht, dahin, wo ihr mich gewotet habt. Danke dafür nochmal. Es hat sehr gut geklappt. Ich kann mich auf euch verlassen. Und spätestens da sehen wir uns wieder. Vielleicht ist aber vorher auch wieder irgendwas Sehenswertes. Wer weiß. Okay. Haut rein, bis gleich. Guten Morgen, Freunde. Es ist jetzt endlich der Dienstag. Wow, es ist noch früh und ich bin noch nicht wach. Und habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt gerade hier was zu labern, aber... Ich muss euch ja mal ein kleines Update geben, bevor es losgeht. Es ist jetzt 7.25 Uhr oder so. Ich war gerade duschen, Marius geht jetzt. Und dann fahren wir gleich Richtung Hansa Studios. Ist ungefähr 15 Minuten von hier entfernt. Vorher gehen wir noch zum Bäcker und was Kleines zu essen holen. Und dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da hinten ablaufen wird. Leider haben sie keine Cajonen, was ja für mein Akustikzeug sehr markant ist. Aber ich denke, irgendwas werden wir schon finden, ne, für einen Rhythmus. Und ja, bis gleich. So, hier sind wir jetzt an den Hansa Studios. Wir warten noch auf den Tonmeister. Was ich heute Morgen gelabert habe, weiß ich jetzt schon nicht mehr. Da habe ich nämlich noch geschlafen. Und ja, wir sehen uns gleich drin wieder. So sieht's hier aus. Wo gemischt wird, aufgenommen wird wahrscheinlich hinter der Glasscheibe da hinten. Da werde ich nachher wahrscheinlich den halben Tag sitzen und yo! Yo, also den ganzen Tag musste ich da Gott sei Dank nicht sitzen, aber doch schon eine gewisse Zeit. Ja, ich muss zuerst natürlich mal meine Gitarre stimmen, weil schiefe Töne möchte natürlich keiner in einem Werbesong oder in irgendeinem Song generell. Ja, finde ich auch was anderes. Strophe und Bridge und dann dieses, ja. Und... Genau, hier musste ich kurz mal nochmal den Aufbau für mich klären und schauen, ob ich das Riff noch kann, was ich nicht mehr konnte. Diesen Behrensen-Jingle. Hier haben wir eigentlich nur kurz Soundcheck gemacht. Ja, also er musste ein bisschen das Mikrofon pegeln und so Sachen. Und da habe ich kurz ein altes Riff von mir gespielt. Genau. Und hier... Das war dann die erste Aufnahme der Light-Gitarre. Die habe ich in einem Stück durchgehauen. Und das war dann unsere Orientierungsgitarre. Die ist auch eigentlich zu 80% geblieben. Und das Ende. Und hier hören wir dann schon die Aufnahme. Da haben wir jetzt erstmal im Projekt ein paar Marker gesetzt, wo quasi Strophe ist, wo Refrain beginnt und solche Sachen, damit man sich einfach besser orientieren kann. Hier mussten wir noch einmal mal kurz einen Akkord ändern. Das wäre wert, das zu tauschen, möglicherweise, weil auf der Demo ist es schon leicht weird, dass es nicht... Weil wenn du, Thank you.
den Demosong ja relativ zügig zu Hause geschrieben und der Akkord, den ich hatte, der passte zwar, aber auch nicht hundertprozentig eben. Und wenn man den Song eben richtig aufnimmt, dann sollte eben alles stimmen, ist ja klar. Und hier haben wir den geändert. Wenn ich nicht gerade verkackt habe. Genau. Und dann kam Bass. Den habe ich gerade hier ein bisschen getuned. Da habe ich Bass, den Bass habe ich Marius in die Hand gedrückt. Ja, genau. Ja, passt besser wie. So Leute, wir sind gerade im Studio. Marius schreibt gerade noch eine Bassline, weil er ja von Hause aus Bassist ist und ich könnte zwar jetzt versuchen, aber er hat es viel schneller, man hört es schon. Und da hat er eingespielt. Weil ich kann nicht so gut mit Fingern spielen, den Bass. Ich kann nur mit Plektrum und mit Fingern klang einfach viel besser, viel wärmer. Hier kamen dann noch ein paar Harmoniegitarren dazu. Das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Genau. Lass uns doch mal einfach mal den Bassdrum teilen mit diesem. Genau, und hier haben wir quasi meine Cajon ersetzt durch meine Gitarre. Das klang auch sehr cool eigentlich, muss man sagen. So eine Gitarre ist doch schon ziemlich vielseitig. Und das ist ja das Schöne an Rhythmus, man kann das eigentlich im Prinzip überall drauf machen. Sei es auf den eigenen Backen. Und so klang das dann. Dieser Shaker ist einfach nur Gewische auf der Gitarre. Und hier war noch ein richtiger Shaker, sowas in die Richtung. Und hier noch Tambourin. Ich hab gerade das Beat vergessen. Schenkranz. Hier sind schon Claps drauf noch, haben ein bisschen noch geklatscht. Stell dir vor, es gibt ne Welt, dort kannst du tun, was dir gefällt. Und nicht, weil andere es so wollen, Schluss mit den ganzen Kontrollen. Und dieser Ort, an dem das geht, noch ein bisschen Kopfstimme. Wo alles nicht besteht, an dem ich wieder zu mir selber fand, nennt man echt Land. Da hatte der Tonmeister gemeint, ich wäre ja voll das Kopfstimmenmonster. Hier haben wir noch ein paar Harmonien komponiert, beziehungsweise der Tonmeister. Und ich war etwas überfordert. Schluss mit den ganzen. Ich komme da klar. Nochmal. Weil das war so eine Tonfolge, die ich nicht schreiben würde. Nichtsdestotrotz war die sehr geil, die Harmonie. Das höre ich die ganze Zeit. Da habe ich noch für die Telefonwarteschleife was eingesprochen. Willkommen bei der Bärensen-Gruppe AG. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Sie werden gleich verbunden. Das ist doch ein Traum, oder? Und hier noch eine Art Abmoderation. Hallo. Naja, hallo. Ich bin Matthias Schweighöfer. Und ihr könnt mich bald mal in einem Comedy Friendship sehen. Kennst du das? Dieses Outtake ist so... Hallo, mein Name ist Matthias Schweighöfer und ihr könnt mich bald in meiner neuen Komödie Friendship sehen. Also, weil ich so einmal gucke, wie guckst du denn so? Hallo, mein Name ist Matthias Schweighöfer. Yo Leute, hello. Das war der Trip nach Berlin, es ist heute jetzt Mittwoch, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zurück nach Köln und ins Saarland. Und den Song werdet ihr bestimmt in den folgenden Wochen oder Monaten bei Bärensen irgendwo hören können. Wo genau, weiß ich noch gar nicht, aber da versorge ich euch noch mit Updates. Ihr könnt ja mal meine Facebook-Seite liken oder Instagram. Da mache ich mehr solche kleinen Updates, wo sich nicht lohnt, ein Video dafür zu machen. Ansonsten euch noch eine gute Zeit und merci fürs Video anschauen. Wir sehen uns. Tschüss. Tun, was dir gefällt, und nicht, weil andere es so
den ganzen Kontrollen. Leg all die falschen Gesichter ab.